Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, heute steht Fliegen auf dem Programm. Und wollen wir mal beginnen? Wir Gott, haben wer fällt zuerst vom Fliegen? schönstes Wetter, beste Voraussetzungen zum Fliegen. Okay, dann. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Nein. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Doch, das ist genial! Ausgezeichnet! Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Ja, oder? Geschafft! Hat das jemand gesehen? Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Das macht ziemlich Spaß. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Ja, na klar, hallo. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch.
Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Ja, falsch! Gedrückt. Da hab ich mich ja gerade verdrückt hier. Hui, hui, hui. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Schon entlassen. Geben wir schnell die Wesen ab. Steig hier ab. Und wo waren sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Danke! Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ich bereue nichts, hätten wir doch nur den Ärger vermieden. Ich bereue nichts. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Okay. Dann lass uns doch gleich mal, wenn wir das können, einen Besen kaufen, wenn der nicht so teuer ist. Was ich ja vorher noch machen würde. Hier wollte ich auf jeden Fall noch hin. Weil da hatten wir eine Mission. Oder noch zwei Missionen oder vielleicht sogar drei. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Das ist ein Ort wie auf der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Okay. Genau, hier wollte ich nämlich nochmal hingehen. Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Ein Unterwasserabenteuer klingt doch lustig. Ein Tauchausflug in der See eher unangenehm. Nö, komm, macht doch Spaß, oder? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden?
Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronom hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Solltest deine Familie kennen. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bathpinch-Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Was ist ein Astrolabium? Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt. Aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Ich muss darüber nachdenken. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Okay. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Was war das denn jetzt? Ich sollte dort danach tauchen. Na, guck, da hinten scheint es ja schon zu sein. Da hinten blubbert irgendwas. Da macht es blub, 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 blub. Ich hoffe, hier kommt nicht irgendwie der weiße Hai. Das muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Oder irgendwie hier ein Blauball oder so. Ja, dann wollen wir mal. Oh, cool. Oh, cool, gleich noch mehr. Ja, scheiße, jetzt will man einen Umhang, schade. Das ist schon der dritte, komm schon, der dritte Umhang. Was soll der Scheiß? Nicht identifizierter Gegenstand, Outfit. Ja, toll. Drei Tränke und da haben wir es sogar noch gefunden. Sehr gut. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Mal, wir gucken aber erstmal schnell hier. Okay, warte. Bringe dies zum Raum der Wünsche, um die Qualitäten zu enthüllen. Wo ist denn der Raum der Wünsche? Auch noch eins. 7 plus 5. Legen wir das an, plus 5. Und das behalten wir dann noch extra für Stufe 16. Genau. Okay. Nee. So muss das sein.
schwierig für dich. Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Ja, bitte sehr. Ja, du kannst es haben, aber nicht umsonst. Ja, und ich behalte es. Nee, hier, komm. Nimm. Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Mehr Jungfrauenmaske haben wir bekommen. Okay, sehr cool. Revelio. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Okay, da haben wir noch eine Aufgabe. Nehmen wir die gleich an, wenn wir einmal in der Nähe sind. Warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Ein Händler. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Okay, ja, was verkaufen Sie? Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Okay, wer sind Sie? Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield, aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Irgendwelche Gerüchte hier? Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir eine Rivalität mit Upper Hogsfield haben. Es ist nicht weiter aufregend, aber wir sind immer noch das bessere Hogsfield. Und besser als die meisten Orte. Könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Was verkaufen Sie hier? Da ich mal Zeug. Wie kann ich heute behilflich sein? Das wird sich noch zeigen. Okay, warte mal, du nimmst jetzt aus, ist das hier. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Das sehe ich nämlich genauso. Das behalten wir. Und das verkaufen wir noch. Das andere zwei, was behalten wir auch noch. Weil ich noch gar nicht weiß, wo wir das hinpacken müssen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das wird sich noch zeigen, Fräulein. Okay, jetzt gehen wir gleich mal zu diesem Onkel hier. Der hat auch noch eine Mission. Warte mal, hier ist auch noch was. Ich hätte gedacht, dass Randalls Anhänger so weit gehen. Nicht? Wieso? Was hast du denn, mein Freund? Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Ranrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Ranrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Sind Sie Maler? Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Ist das schon mal passiert? Haben Ranrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Ranrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Ranrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen.
Ich halte die Augen offen. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Alles klärchen. Rebellion. Ja, hier kommen wir halt leider noch nirgendwo rein. Da ist halt immer alles verschlossen und ja. Okay, wo haben wir denn Hogsmeade? Wo müssen wir hin? Wir brauchen... Ach, hier ist das mit dem Besen. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Drei Besen, Selbstgespräche geführt. Die Phase etwas von einem Schwarm Schmetterlinge. Okay. Hogsmeade hat mir eine Eule zu einer Lieferung geschickt. Ich sollte mit ihm sprechen, wenn ich nach einfacher Arbeit suche. Okay, warte mal, da haben wir ja gleich drei Missionen hier drin. Wie cool ist das? Warte mal, wir holen uns als erstes mal einen Besen, würde ich jetzt so fast schon mal behaupten, oder? Genau, wir holen uns jetzt erstmal voll den so einen freundlichen Besen und damit können wir dann voll... Einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich hab keine Ahnung. Dankeschön, wo kommt der her und kriegt kleine Dose. Ein neues Gesicht. Schon wieder verdrückt. Verdammt. Ist schön, wenn man irgendwo hinkommt, gell, und dann gleich zur Begrüßung gleich sowas bekommt. Rebellion. Ach, wir sind auch noch in Ruhe, sehr schön. Okay, die Brille ist schlechter. Hi, was geht? Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Okay, Sie mussten aufgrund der Handelswege schließen? Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Was können Sie mir noch über Ihre Besen verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch. Bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Ich werde mich umsehen, danke. Nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Okay. Warte mal, du musst erstmal mein Zeug kaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nee, ist genauso. Okay, die kosten ja bloß alle 600. Was haben wir denn hier? Ein komfortabler und schneller Besen. Von höchster Qualität. Deinen einzigen Webmuster. Ein stiefeler Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich? Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Und der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ja, das sieht doch voll cool aus, he? Nehmen wir den einfach gleich. Sie werden diesen Besen lieben.
Das verspreche ich Ihnen. Wir könnten sogar alle kommen. Was ich dann auch noch mal gucken möchte, ich möchte mir vielleicht sogar noch einen neuen Zauberstab holen. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Danke. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Sie hatten bei Madame Kogawa Unterricht? Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit Ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Warum bin ich die richtige Person? Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn Sie mit Hilfe Ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre Ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Besen? Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Es ist ein Versuch wert, Mr. Weeks. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Alles klar schon. Mr. Weeks. Was da? Jetzt fängt er gerade an mit Reden. Ich wollte noch einen neuen Zauberstab. Bewundernswert. Okay. Aber halt, wir rennen in die falsche Richtung, wie immer. Sehr schön. Aber ich würde sagen, den neuen Besen, sage ich schon, den neuen Zauberstab, den holen wir uns dann in der nächsten Woche. In der nächsten Woche, sag ich schon, was ist denn da los mit mir heute in der nächsten Folge? Oh mein Gott, ich bin total verwirrt. Schlimm. Ich danke euch auf jeden Fall, wie immer, fürs Einschalten und fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!